So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Stellaris. Ich gehe mal hier wieder in unsere wunderschöne Übersichtskarte, denn wir sind auf dem Weg in das Sosla-System. Ich mache mal direkt weiter und guck mal, was uns hier erwartet. Bin ich schon gespannt. Oh, und wir haben nach nur wieder mal Space-Amöben. Wir haben ja noch ein zeitkritisches Projekt sozusagen, beziehungsweise was wir erforschen können. Das sind diese Kristallwesen im Redor-System. Da können wir uns dann entsprechend hier mit der McLachlan nachher da drum, oder je nachdem, wann wir es schaffen, werden dann hier die Trümmer erforschen und werden dann auch dieses Redor-System komplett uns mal anschauen. Und die Tradewind hier oben trifft wieder auf Space-Amöben. Um eine karge Welt, eine gefrorene Welt, das ist eine giftige und noch eine giftige. Eine karge Welt, giftige Welt und eine arktische Welt. Gut, die Space-Amöben, die werden uns wahrscheinlich gleich angreifen, wenn wir nicht aufpassen. Dann machen wir das mal anders. Wir sagen hier erkunden und hier erkunden. Das sollte eigentlich passen. Gut. Ja, hier haben wir diese relativ großen Minen oder diese Mining Stations mit den Drohnen. Da wird es noch ein bisschen dauern, bis wir uns um die kümmern können. Dürfte unsere Flotte noch nicht stark genug sein. Und wir haben auch nicht genug Ressourcen, um diese Flotten auch unterhalten zu können. Ich meine, wir haben jetzt zwar eine relativ hübsche Summe an Mineralien inzwischen. Allerdings müssen wir auch mal ein bisschen wieder schauen, dass wir den Planeten ausbauen können. Der Bürger ist gleich fertig, den könnten wir dann noch ausbauen. Nahrungsmittel plus 4, das passt. Plus 3, plus 2, plus 1, da müssen wir nicht mehr viel tun. Na, ein Nahrungsmittel weg bringt nichts. Dann machen wir hier das mal frei. Auf Algea. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Das wird auch gleich frei. Dann könnten wir hier dann theoretisch ein bisschen Credit so lang abbauen. Plus 4 ist eigentlich okay. Nahrungsmittel haben wir plus 3. Dann haben wir noch plus 2, plus 1. Das heißt, könnten wir hier noch einen Bürger hinsetzen. Und dann müssten wir wieder schauen, dass wir an Nahrungsmittel rankommen. Und das könnte man dann über die Forschung machen, wenn der dichte Dschungel dann freigeräumt werden kann. Gut, dann setzen wir hier schon mal ein Kraftwerk hin. Und dann haben wir noch Pangea. Gucken wir mal auf Pangea. Das sieht alles okay aus. Hier bauen wir Nahrung und Mineralien ab. Das lassen wir auch erstmal so. Hier dann auch wieder Mineralien und Nahrung. Das lassen wir auch so. Und dann sollten wir schauen, dass wir dann nochmal erstmal auf Nahrung gehen. Könnte man das dann eventuell auch frei räumen oder nehmen erstmal das da. Was haben wir hier? Die Flotte wurde repariert, das passt. Okay, nochmal zurück auf Pangea, um zu schauen. Warum setze ich hier noch keine Häuser hin? Ich meine, ich könnte hier jetzt schon irgendwelche Minen hinsetzen. Das würde dann unsere Mineralien, unser Mineralienabbau erhöhen. Dann verzichten wir allerdings auf diese Nahrung. Und da wir im Moment E plus plus 1 haben und wir immer ein bisschen Plus brauchen, um Wachstum zu generieren, lasse ich das mal. Und erst wenn wir hier ein bisschen an Nahrung ausgebaut sind, ja, das geht halt nicht so einfach, dann müssten wir das freiräumen, das komplett ausbauen und irgendwann noch das mit dem aktiven Vulkan, dass wir das noch beseitigen könnten. Und wenn wir dann das alles schön ausgebaut haben, dann können wir hier auch uns um die Mineralien kümmern. Wie gesagt, der Bonus finde ich extrem stark. Plus 5 und plus 25 sind plus 30%. Und wenn wir dann noch einen Erlass nehmen, wo wir dann noch irgendwie sagen können, das ist glaube ich beim Reich gewesen, Drohnenoptimierung, dass wir dann nochmal plus 15% Feldproduktion nehmen. Die paar Credits, die 5%, könnten wir dann verzichten. Dann hätten wir hier einen Planeten mit 50% mehr Mineralien. Das wäre schon extrem stark. Machen wir mal weiter. Das wäre schon extrem stark, finde ich.
Von daher ist das eigentlich ganz okay. Wie lange brauchst du denn noch zum Erforschen, Marco? Du bist fast fertig. Was wir auch lange nicht mehr hatten, das waren Quests, ne? Wir haben es noch mit dem Bergbau, die Trümmer und dann noch mit den Irasianern, wo wir noch zwei Artefakte brauchen. Das ist gerade ein bisschen wenig, finde ich. Brauchen wir hier schon mal was? Weil wir haben ja im Moment Mineralien. Wir könnten theoretisch... Ah, jetzt sage ich es gerade, jetzt findet man eine Anomalie. Ich mache mal Pause, wir gucken gleich mal. Theoretisch hier schon mal ein Gebäude hinsetzen. Einfache Hydrokulturfarm. Oder wenn wir einen Raumhafen, Modul. Dann können wir hier plus 3. Ne, das lassen wir mal. Wir setzen erstmal hier die normale Hydrokulturfarm mit hin. Dann passt das. So, was haben wir denn hier? Auf Tisilium 3 gibt es eine, und zwar wirklich nur eine einzige interessante geologische Besonderheit. Okay, das ist Anomaliestufe 1. Wir haben hier Level 5, unser Leonid. Wir haben ein 30%iges Fehlschlagsrisiko. Das muss dann schon was Großes sein. Wenn eine Level 1 Anomalie bei einem Level 5er 30% Fehlschlagsrisiko verursacht. Unser Bergbauschiff ist hier fertig. Wir haben hier jetzt relativ ausgeglichene Forschung. Das ist okay. Das Nigilensystem haben wir inzwischen auch in unserem Reich. Das sieht manchmal so ein bisschen Scheps aus, dass das hier nicht drin ist, aber wenn wir mal hoch in die oberste Ansicht gehen, beziehungsweise nach oben scrollen, sage ich mal, dann ist das noch ganz knapp drin. Deswegen würde ich mal sagen, könnte unser Bergbauschiff, also unser Konstruktionsschiff, mal hier eine Bergstation bauen, da kriegt man ein paar Credits dazu. Hier eine Forschungsstation eventuell, aber ich würde gern erst einmal unser Mandat erfüllen. Dann hier eine Bergbaustation. Und dann hier eine. Passt. Da hat es ein bisschen zu tun. Das ist sehr schön. Aber was ist mit dieser Anomalie hier? Also das ist immer so eine Tendenz, sag ich mal, dass das irgendwas Größeres sein muss. Bei 30% und Level 1 Anomalie. Lassen wir uns mal überraschen. Aber ganz kurz vor, ich sehe gerade, die Trade Wind hat nichts mehr zu tun. Die hatten wir ja hier dieses System. Hier oben ist er, genau. Wo die Amöben sind. Das heißt, wir fliegen jetzt mit der... Lassen wir die Trade Wind vielleicht die Trümmer analysieren. Können wir eigentlich auch machen. Dann nehmen wir die Trade Wind. Sagen dann dieses Projekt erforschen. Und dann dieses Projekt erforschen. Dann passt das. Und wenn die Trade Wind hier fertig ist, kannst du da noch das System ein bisschen erforschen. Ist jetzt nichts Dramatisches. Das sind hier nur zwei, drei giftige Welten. Also zwei giftige Welten, eine karge Welt und der Stern. Aber vielleicht können wir da noch ein bisschen was mit abgreifen. Warum nicht? Dann gucken wir uns mal wieder hier dieses Ding an. Da bin ich jetzt echt gespannt, was da rauskommt. Unsere Mineralien sind jetzt wieder unten. Das ist nicht schlimm. Auf der Erde wurde das Gebäude fertiggestellt. Der Bürger hier ist auch gleich fertig. Da haben wir schon ein bisschen vorgesorgt. Das ist alles wunderbar. Also beziehungsweise nicht das Gebäude, aber hier der Punkt. Das ist freigeräumt.
Wir haben dann plus 4. Wenn er fertig ist, plus 3, plus 2, plus 1. Dann macht eine Hydrokulturform keinen Sinn mehr, meiner Meinung nach. Obwohl für die Zufriedenheit sollten wir vielleicht schauen, dass wir hier noch ein bisschen dann was aufleveln können. Aber das kommt ja mit der Technologie, glaube ich. Da brauchen wir eigentlich keine Nahrung mehr. Da könnte man hier noch zweimal Mineralien abbauen und hier noch einmal eine Forschungsstation. Credit ist ja nicht das Problem. Ne, das passt. Das passt. Das ist schon in Ordnung so. Und das Wachstum dauert ja auch immer länger, je mehr Bewohner auf dem Planeten sind. Dann ist der nächste Bewohner noch nicht sofort fertig. Da haben wir ein bisschen Zeit für die Technologie. Und dann ist das alles schon in Ordnung. So, Kollege. Hoffentlich scheitert der jetzt hier nicht. Bei 30% ist immer relativ hoch das Risiko. Kompass komplett abgeflacht. Eine gründliche geologische Erkundung von Tisilium 3 durch die McLachlan hat nichts Interessantes ergeben. Tatsächlich ist der Planet außergewöhnlich uninteressant. Ja, sehr schön. Sein einziges Erkennungsmerkmal ist das Fehlen jeglicher Erkennungsmerkmale. Sicherlich gibt es Vertiefungen und Erhebungen, aber insgesamt gesehen ist die ganze Oberfläche von Tisilium 3 unnatürlich flach. Die einheimische Flora und Fauna ist dementsprechend auffallend, sanftmütig und nicht beachtenswert. Ja gut, alle Feldblocker sind entfernt worden. Das wäre an sich... Hier sehen wir nochmal die Feldblocker vorher. Jetzt sind sie weg. An sich wäre das okay, aber da wir den eh nicht besiedeln können. Sozialforschung, ja gut. Bringt uns jetzt nicht wirklich viel. Na gut. Hätte ich mir ein bisschen mehr drunter versprochen. Ansonsten passiert jetzt gerade nicht so arg viel. Unser Konstruktionsschiff ist dabei, jetzt hier ein bisschen rumzubasteln im Nijet-System. Construction complete. Wir haben hier auf Algea das Gebäude abgeschlossen. Ist auch derzeit nicht besetzt. Da bekommen wir eine Meldung. Das ist klar. Haben wir hier. Dann ziehen wir den Bürger dann mal hier rüber, der entsteht. Wir können auch immer ein bisschen variieren. Wir haben plus 2 Nahrung. Wir könnten jetzt dahergehen, könnten sagen, diese eine Nahrung schiebt man hier rüber. Aber, das lassen wir schon so. Da wir mit Credits eh noch nicht so den Bedarf haben, würde ich einfach mal sagen, wir lassen das. Freiräume brauchen wir derzeit auch noch nichts. Sehe ich zumindest noch keine Notwendigkeit. Wir könnten höchstens diesen Blocker freiräumen. Das ist okay. So, die McLachlan müsste gleich fertig sein. Ist ein nettes System. Hat ein bisschen Credits, ein bisschen Mineralien und vor allen Dingen gute Forschung. Das ist ganz okay. Das wäre dann so ein System, wo ich sagen würde, hier könnte man eventuell gegen später nochmal einen Außenposten bauen, wenn wir hier wirklich eine Rasse hätten, die uns gefährlich werden könnte. Gut, Pangea wurde auch abgeschlossen und auch das auf Pangea ist, ja gut, das ist eigentlich klar. Wir könnten ein bisschen spielen. Ja, das lassen wir mal. Das passt schon alles. Gut, auch hier gibt es kein Anzeichen von einem Konkurrenten. Sehr eigenartig. Wie sieht es mit der Forschung aus? 8 Monate, 6 Monate, 9 Monate. Das ist okay. Wir könnten dann höchstens, wenn wir mal lustig sind, und wir sind ja lustig, den Schiffsdesigner rein. Nehmen unser Forschungsschiff.
Und können hier Forschungslabor. Wo hatten wir es denn? Hier mal Ionentriebwerk. Und hier Gravitationssensoren. Dann erforschen die ein bisschen schneller. Ist ein bisschen teurer, aber okay. Leistung minus 5. Da setzen wir noch ein. Und wir könnten dann theoretisch mal so einen reinsetzen. Dann geht das ganz genau auf. Speichern. Und dann könnten wir theoretisch mal unsere Forschungsschiffe hier rüber schicken. Zu einer Raumstation könnten die ein bisschen verbessern. Dann erforschen die ein bisschen schneller. Aber ist eigentlich nicht wirklich nötig. Ein drittes Forschungsschiff macht auch keinen Sinn. Wir könnten höchstens mal schauen. Ich mache mal in die Pause rein. Weil ich ja in letzter Folge gesagt habe, wir müssen ein bisschen vom Einfluss runterkommen. Könnten wir mal schauen. Das war eigentlich hier. Genau, bei Anführer. Denn unsere Forscher werden ja nach und nach langsam älter. Ja, unsere Gouverneure. Dass wir vielleicht da ein paar Gouverneure mal. Oder überhaupt ein paar Forscher. Zum Beispiel Leonid ist jetzt schon 61. Ich denke mal, der wird jetzt nicht so lange mehr leben. Könnten wir schon mal schauen, dass wir einen relativ jungen Forscher finden. 44, 45. Anomalien plus 10, Forschungsgeschwindigkeit, Feldmanipulation plus 10 und Forschungsgeschwindigkeit, Computerwesen plus 10. Das sind jetzt auch schon 44. Das mache ich als mal ganz gerne, dass wenn ich sehe, dass ich jetzt hier schon ein paar relativ ältere Forscher habe und ich habe relativ viele Punkte, dass ich dann mir gucke, ob ich schon mal einen jüngeren Forscher irgendwie hier mir rekrutieren kann. Dann kann ich den schon mal einsetzen, denn irgendwann sterben die eh. Wenn ich jetzt wirklich ein relativ gutes Ausnahmetalent finde, dann können wir da ja schon mal ein bisschen vorbeugen. Generäle brauchen wir eigentlich nicht. Das sind die für die Bodentruppen. Zum Beispiel 31 wäre das ein Forscher, den würde ich sofort nehmen. Wir können natürlich noch maximal 10 Anführer haben. Ich würde dann irgendeinen anderen entlassen, logischerweise. Zum Beispiel, ja, gut, das macht keinen Sinn. Ja, aber das mache ich auch schon mal als gern. Dass ich immer mal, wenn ich hier genug Einflusspunkte über habe und ich keine Möglichkeit habe, hier noch zu expandieren, dann gehe ich eben diesen Weg und gucke nach besonders guten Forschern oder besonders guten Talenten und bringe da ein bisschen Abwechslung rein. Das ist eigentlich soweit okay. Wir müssen natürlich auch aufpassen, weil jetzt bloß noch ein Credit. Unser Konstruktionsschiff baut ja hier fleißig. Plus 4, plus 3, plus 2 Credits. Ja, das passt. Construction complete. Das ist in Ordnung. Diese Space Amöven, die würde ich gerne mir hier vom Hals halten. Dann könnte man das System erforschen. Ich denke, da ist ein bisschen was zu holen. Werden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal angehen, dass wir uns die Space Amöben nochmal vornehmen. Denn hier kommen wir nicht weiter und hier, ja. Ist jetzt auch nicht so dolle, das System. Das ist schön groß. Je größer das System ist, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass da schöne Mineralien sind oder ein größeres Vorkommen an Mineralien, so wie im Nihil-System. Wir haben ja viele Planeten. Da haben wir dementsprechend auch viele Ressourcen. Wir haben hier relativ viel Energie, relativ viel Forschung. Ein bisschen wenig Mineralien, aber das ist dennoch okay. Um das alles ein bisschen zu pushen zumindest. Wir sind jetzt bei plus 19 auf einmal Physik. Da müssen wir schauen, dass wir ein bisschen mehr Ingenieur- und Sozialforschung betreiben. Aber ich würde sagen, das heben wir uns dann für die nächste Folge auf. Das ist so ein kleiner Ausblick. Ja. Also mir macht das echt Sorgen, dass wir hier in diesem Arm ganz allein sein sollen. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Was wir vielleicht noch machen werden. Ich habe eine Idee. Lasst mich mal machen. Ich habe eine Idee für die nächste Folge, dass wir ein bisschen vorankommen. Was das ist, erzähle ich euch in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.